So, hallo, da sind wir wieder in einer neuen Aufnahme. Danke. Bitte. Das brauchte ich jetzt unbedingt. Jemand, der mir sagt, was ich gesagt habe. Ich möchte mich noch einmal entschuldigen für die überdimensional lauten Soundeffekte der Monster. Ich vergaß, die Soundeffekte ein bisschen runterzustellen. Aber jetzt, ich kann euch auch zeigen, sind sie weit aus. Ich tue sie noch ein bisschen weiter runter. 15% reicht, glaube ich. Und so, und wir sind immer noch bei Four Towers. Wo waren wir zuletzt? Wir sind so ziemlich durch den gesamten ersten Turm gekommen und sind jetzt am unteren Ende des Turms angelangt, wo uns auch schon wieder Zombies erwarten. So, ich hab ein bisschen Hunger. Ich esse schnell ein Schweinesteak. So, wieder alles in Ordnung. Dann, den Kompass. Dann mache ich noch einmal ein paar Fackeln. Mit dem, was ich hier habe. Mal. Noch einmal 40 Fackeln. 60 Fackeln ja, sollten Rüstung reichen. Dann nehme ich noch mal ein Fleisch mit. 15 Brot habe ich auch noch. Und das Clay, das braucht, glaube ich, kein Mensch. Dann roh, okay. 2 Äpfel. Dann habe ich hier Strings. Bis zum es geht nicht mehr. Die brauche ich, glaube ich, auch nicht. Die Sticks kann ich noch brauchen für Schwerter. Das verrottete Fleisch brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Pilze habe ich leider keine. Nehme ich mal mit, falls wir noch Schalen finden. Wo haben wir bitte Gold aufgeschnappt? Oh, irgendwo dazwischen. Keine Ahnung, behalte ich mal. Und das Eisen auch. Und ja, noch einmal verrottetes Fleisch und so. So, jetzt. Ich glaube, ich bin soweit. Und ich habe noch eine. Nehmen wir uns den Monster. Nö. Okay, gut. Auf in das Gefecht. Au. 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 Upsla. Das sind ja gleich. 6. So ungefähr. Ja. Hab ich das das letzte. Schwert ist weg. Die letzte auf. Hä? Wieso schmeißt du dein Schwert durch die Gegend? Hab mich verdrückt. habe ich bei der letzten auf. Ich. Hey, Ruhe da! Ich bin am Arbeiten. Habe ich das beim letzten Mal gelesen? Ich glaube nicht. Denke auch nicht. Ja. Gut. Safe Raum. Gut, dann lese ich das noch vor. Max, bist du in Ordnung? Ein Blitz aus der Vergangenheit schnellt dir durch deine Sinne. Alex? Mein Bruder, du bist es. Ich danke Gott. Ich kann mich ich erinnere mich an dich. Was? Silberfische! Was machen diese Scheißdinger hier? Keine Ahnung. Geht's eigentlich noch? Hab einfach Wort weggerissen. Wo war ich? Ich erinnere mich an dich. Ich war noch nie so weit weg von dir. Oder mit dir. Die Vergangenheit ist weg. The path, ups. Der Weg dort drüben sieht gut aus. Wir müssen die anderen retten. Lass uns zum Obsidian-Turm gehen. War Silberfisch. Ein Silberfisch. Das war wohl der Silberfisch. Hier ist es noch ein bisschen. Drüben sind noch mehr. Hier ist es noch ein bisschen zu dunkel für meinen Geschmack. Hinternfische. Oh. Tam. Ich hasse diese Dinger, die sind mit 1.8 gekommen, aber ich hasse sie. Wie die Pest. Wie die. Hinternfische. Nein. Silberfische. Ihr habt Hinternfische. Schon wieder. Ah! Da ist ein Spawner. Dieser Scheißdinger. Entschuldigung. Mach den Spawner kaputt. Noch mehr Spawner. Das ist jetzt aber ein schlecht Das ist jetzt aber ein schlecht gemeinter Scherz, oder? Wie viele Dinger sind das?
Ach Gott, wenn wir im Let's Play Together ein so eine Güte, was soll das? So ein Stronghold entdecken, erinnere mich bitte daran, eine Diamantspitzhacke mitzunehmen. Weil diese bekloppten Spawner möchte ich zerstören. Die braucht ja sowieso kein Mensch. Blub und abgesoffen bin ich. So war es jetzt das. Wodurch müssen wir? Toll, jetzt haben die da ein Schild runtergerissen. Ja, verschlossen steht da. Ich war, glaube ich, irgendwie Haupteingang oder so. Was steht denn hier? Ja, Haupteingang. Das verschlossene Schild ist noch da. Haupteingang Tunnel zum Obsidianturm. Hier. Und es sieht nicht verschlossen aus mit einer Druckplatte. Oh, dann geht's schon zum nächsten Turm. Ja, ist nicht der Obsidianturm unser nächstes großes Ziel? Ah, aber dann. Also wir haben den ersten Turm geschafft. Ich denke schon, also wir sind ja jetzt in einem Tunnel. Kannst du ein großes Erfolgserlebnis? Also es ist keine die Spinnen hier in diesem Texture Pack sehen aus wie. Möchtest du noch ein bisschen Kohle abbauen? Ich habe hier Kohle gefunden. Ah nee, du da. Und ich glaube, das ist sogar Silber, wenn's Eisen, wenn es mich nicht täuscht. Ja gut, gehen wir weiter. Ja, unsere Reise endet hier. Ah, unten durch können wir schwimmen. Blub, blub, blub. Blub, blub. Hier ist es ja noch dunkler. Ah, geh du mit dem Schwert voraus. Ich leuchte. Der Tintenfisch. Also, wieso sind hier Treppen? Wieso sind hier Treppen? Was sind Treppen? Irgendwo muss es doch so etwas wie einen Schalter geben. Upsle. Autorisierte Person. Ja, ja, wir sind autorisiert. Ah, jetzt kommt Wasser. Wieso hast du ihn wieder... Ah. Ist gut, haben wir das okay. Sehr früh bemerkt, dass... Hier ist nochmal ein Schalter. Warte. So. Ah, jetzt eine Treppe. Okay. Das ist ja toll gemacht. Ja, das Fallen gehen in Minecraft irgendwie gar nicht gut. Also das sollte eine Falle sein, die uns töten sollte, aber also irgendwie war sie nicht so tödlich, die Falle. Ja, war eine gute Idee. Ja, ja, ich sag ja nichts zur Idee. Drück mal den Schalter. Ah, die, Durch? Ah, da können wir durch. Die Dinger haben aufgehört umzuschlagen, Achtung, Druckplatte. Ja, da stehe ich jetzt, glaube ich. Soll ich draufstehen oder es bleiben lassen? Was glaubst du, was passiert? Hui! Soll ich es jetzt wagen? Komm, für die... Für die Zuschauer. Ja, das ja. War eine TNT-Sprengfalle. Für die Zuschauer sucht man doch. Hier ist, glaube ich, schon eine andere Hoch. Oh, meine Hose. Ich muss wieder Hosen anziehen. Das läuft auch ohne Hose. Ja, Entschuldigung. Ich war letzten Sommer auf dem FKK-Strand. Na und? So, weiter geht die wilde Fahrt. Und Spinnen. Spinne, nicht... Die Spinne hat gerade das TNT ausgelöst. Dankeschön. Ich bin dafür, dass... Hast du mich jetzt gerade angeschoben? Okay. Du hast TNT ausgelöst. Bang. Und eine Spinne und du mit... Ja, ja, so am Rande, welche neue Features. Freust du dich überhaupt, wenn die 1.9 oder 1.10 oder wie auch immer diese Version heißen wird, herauskommt? Ja, also was man jetzt hier so in der Pre-Release gesehen hat, eigentlich schon ganz toll, so mit dem hier züchten und die ganze Geschichte. Ja, auf was freust du dich am meisten? Ja, schon ein bisschen. Ihre züchten eigentlich und
Ja, was soll ich noch sagen? Also ich freue mich am meisten auf die Alchemie. Ja, ich mich nicht unbedingt. Ich mich als alter Rollenspiel-Veteran bin. Keine Ahnung, ich finde es ein bisschen ein großer Schritt. Es ist so neu für Minecraft. Naja, seit der Alpha ist Minecraft... Dann muss ich so jetzt angeben. Naja, ich finde Minecraft ist eh nicht mehr das Spiel, das es verkörpert, seit die Alpha zu Ende ist. Also, es hat sich stark verändert und ich bin in Spinnenweben drin und ich habe etwa drei... Wird mehr und mehr zum Rollenspiel. Ja, ich finde es gar keine schlechte Entwicklung von Minecraft, wenn ich ehrlich bin. Also, Minecraft wird jetzt einfach mit echten Inhalten erweitert, nicht nur mit zwei Blöcken oder so, sondern die Inhalte sind real. Au! Scheiß, dumme Spinne, ey. Irgendwo ist eine Türe gegangen. Komm, wir schwimmen hier unten durch. Tiefseetaucher. So gibt es so viele Spinnen hier. Kennst du alter Tunnel? Das passt irgendwie. Ja, komm doch einfach, die kommen hier eh nicht durch. Das ist nicht die Höhlenspinnen? Nee. Das wären die Blauen, die würden uns vergiften. Das wäre dann nicht mehr lustig. Okay. Sieht so aus, als wäre eine Höhle hier. Du musst da... wir müssen einen anderen Weg hier durchführen. Finden. Ich bin dafür, dass wir die Wolleblöcke zerschlagen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass hinter Wolle oder so irgendwo... Dürfen wir Gravel abbauen? Ja. Dürfen wir? Bei D und D. Ah nein, das war Gravel. Nee, Gravel dürfen wir nicht abbauen. Schön wieder zurücksetzen, das hat keiner gemerkt. Ihr habt das auch nicht gesehen, liebe Zuschauer. Ich bin ja dafür für solche Doppeldinger. Hm? Nö. Aber irgendwo ist Play und da. Spinne. Wie hab ich jetzt bitte Schaden genommen? Die Spinne hat mich noch nicht einmal berührt. TNT? Was TNT? Wo? Ich hab eine Explosion gehört. Explosion? Ja. Boom. Okay. Vielleicht war es auch ein Creeper. Creeper, der einen Zombie in die Luft jagt, der nicht den Creeper angegriffen hat. Ich glaube kaum. Du schon auf etwas Interessantes gestoßen? Du Wolle mit Knochenschlager, du. Ich hab dich gefragt, ob du etwas Interessantes entdeckt hast. Nicht... Spinne. Eh, soweit noch nicht. Noch mehr Klavier. Vielleicht können wir doch die andere Türe benutzen. Die verschlossen... Na, vielleicht gleich so. ...ist. Hey. Hä? Was? All das. Uff, Spinne. Einfach von der Entschuldigung, Seite. Wir sollten ein bisschen mehr zusammenbleiben. Bringt es das Kettenteil überhaupt? Können wir irgendwo rauf? Nein, da ist glaube ich fertig dann auch. Das könnte auch sein, dass wir irgendwo rauf schwimmen können. Hier. Wo? Clay. Da ist Clay? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Auch nicht. Ist da der Durchgang? Ja, da ist eine Türe. Ich komme. Eine Kiste. Mit einer Map. Ich darf... Ach, du dummes Ding. Ich darf wieder mal vorlesen. Wo ist die Map? Ich heiße Map. Ah. Sehr wahrscheinlich können wir danach. Wieso ist die.
Du hast, glaube ich, gerade die Türe geöffnet damit. Wirklich? Wir hätten zuerst die Map lesen sollen. Vielleicht wäre dort drauf etwas gestanden. Aber du... Ich habe zuerst mal den Clay weggemacht. Es sieht so aus wie alte Ruinen. Vielleicht wird es uns in die Höhle bringen. For Babies? Ja, so wenn ich das richtig übersetzt habe, oder insofern ich das lesen konnte, stand, man soll neben sich her schauen und dann wäre man auf diesen Clayblock gestoßen, den du freundlicherweise schon zerdeppert hast. Was ist das da? Ein Goldblock? Den dürfen wir nicht kaputt schlagen. So, hier geht's weiter. Hier sind 10... Hilfe. Ja, ich glaube kaum, dass die uns etwas bringen. Schön gemacht, der Raum. Warte, warte. Aber, Gott. Macht man nur die Türe auf und schon wird man... Die Pilze bringen sowieso nichts. Wir dürfen keine Wooden Planks abbauen. Schon mal... Ja, schon mal daran gedacht. Da wäre noch Pilze dabei. Also da willst du in Ruhe die Türe öffnen und schon wirst du von einem Skelett erschossen. Dürfen wir Bilder abbauen? Wieso? Das hört echt aus. Jetzt habe ich schon abgebaut. Ja, wir durften dort zumal an dem anderen Raum durften wir auch Bilder kaputt haben. Ich bin mir immer noch nicht sicher, dürfen wir jetzt Wooden Planks abbauen oder dürfen wir sie nicht abbauen? Da ist eine Frage da. Weil das sind... Da hat ja Wooden Blocks. Weil das sind Wooden Planks und... Dann dürft... Ja, es gibt... Okay, gut, das heißt, da ist ein Safe Point, wir dürfen Wooden Planks abbauen. Die Frage hat sich somit erledigt.